Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 29 der Reihe von Göttinnen und Göttern, Helden, Dämonen und großen Magiern. Und heute soll es um den antiken Mythos Amphitryon gehen, in der Bearbeitung von Molière und vor allem zentral von Heinrich von Kleist. Amphitryon ist ein antiker griechischer Mythos um den Feldherrn Amphitryon, den Herrscher über Tiryns, der verheiratet ist mit Alkmene, und zwar frisch verheiratet mit Alkmene. Und das Pech für ihn will es, dass Zeus sich in seine Frau verliebt hat. Zeus weiß, dass er keine Chance bei Alkmene hat und verkleidet sich, maskiert sich in Gestalt des Gatten Amphitryon, der zu dieser Zeit in einer Feldschlacht begriffen ist. Er schläft mit Alkmene. Als Amphitryon zurückkommt, entdeckt er den Betrug, ist verzweifelt, durcheinander eifersüchtig. Es kommt zu einem großen Showdown und schließlich bekennt sich Zeus zu seiner Maskierung und erklärt den beiden Eheleuten, dass aus seinem Beischlaf ein Sohn entstanden ist und entstehen wird, Herakles, ein großer Held, der der Familie Ehre machen wird. In dem antiken Mythos ist es dann zusätzlich noch so, dass Amphitryon einen eigenen Sohn zugestanden bekommt, Iphikles, der als Zwillingsbruder von Herakles in Alkmene sozusagen heranwächst. Herakles kommt dann auf die Welt und wird von Hera eifersüchtig verfolgt. Dieses Thema ist oft verarbeitet worden, ein Ehebruchsthema, das verspricht auch Lust und Laune. Und ganz wichtig ist dabei eine Bearbeitung eines römischen Dichters namens Plautus, der im 3. Jahrhundert vor schon ein berühmter Komödiendichter gewesen ist und nun diesen Stoff literarisch verarbeitet hat. Also noch in der Zeit, bevor Rom sozusagen auch auf das östliche Mittelmeer und Griechenland ausgreift. Er fügt dieser Geschichte eine Dienergestalt hinzu, nämlich den Sosias und der Diener Amphitryons und damit einen zweiten Gott, Merkur, der sich nun parallel zum Zeus in diesen Sosias verwandeln muss. In dieser antiken Komödie von Plautus ist es dann so, dass Jupiter, eben der römische Gott Zeus, zum Schluss als Deus ex machina erscheint und die Lösung bringt, auch die positive Lösung für Amphitryon und auch Alkmene, und zwar nachdem Alkmene Herkules auf die Welt gebracht hat. Das Thema ist dann sehr, sehr beliebt gewesen. Es hat viele Bearbeitungen gegeben. Eifersucht, ein betrogener Ehemann, ein Hahnrei, ein Bastard, das ist ein Thema, was zu allen Zeiten die Leute amüsiert und erheitert und auch empört hat. Und gerade auch im Barock, das ja eine relativ freie Zeit war, was den Umgang mit Geliebten und Mätressen anging, wurde dieses Thema gern behandelt, literarisch behandelt. Unter anderem eben auch von Molière, der 1668 ein Stück herausbringt, Amphitryon. 139 Jahre später, 1807, bringt Heinrich von Kleist dann eine Übersetzung des Molière'schen Stückes heraus, ein Lustspiel nach Molière, wie er es nennt. Und nach meint hier sehr wohl auch zeitlich nach Molière, eben fast 140 Jahre später, das heißt unter neuen historischen Bedingungen in einer zeitgemäßen Bearbeitung.
Diese beiden Bearbeitungen möchte ich heute in den Mittelpunkt stellen, aber vor allem Kleist ausführlich besprechen. Wir befinden uns nicht mehr in der griechischen Antike, das heißt, wir glauben nicht mehr im Barock und dann um 1800 an die polytheistische Welt der Griechen, an die vielen Götter. Das Denken hat sich verändert, und zwar sowohl zu Zeiten Molières als auch Kleists. Beide leben in einem christlichen Zeitalter, Molière im Hochbarock, zur Zeit Ludwig des 14., in dem die Aristokratie die vorherrschende Klasse ist. Kleist dann eben 140 Jahre später in der Zeit der beginnenden Industrialisierung, Technisierung und auch Sakralisierung der Welt. Nach dem Ende der Glaubenskriege in einer Welt, die eben ohne Gott schon sich bewegen muss, der sich von den menschlichen Dingen vollkommen entfernt hant, wie das dann eben auch Kant in der Kritik der reinen Vernunft so wunderbar beschrieben hat. Zunächst Molière. Molière 1622 bis 1673 hat er gelebt. Er schreibt eine Komödie in drei Akten, die am 13. Januar 1668 im Palais Royal in Paris uraufgeführt wird. Molière spielt in der Rolle des Sosias persönlich mit. Das Stück hat einen großen Erfolg, und die Vorlagen, die Molière verwendet hat, ist zum einen Plautus und zum anderen ein französischer Schriftsteller, Rotrou, der 1636 ein Stück geschrieben hat, Les Sosies, also die Sosien, Sosias. Und es ist ein Stück, was nun genau in diese Zeit Ludwigs des 14. passt, der absolutistisch seit ja ein paar Jahren, seit noch gar nicht so lange, 15 Jahre vielleicht, herrscht. Es ist die Zeit, in der Ludwig der 14. sich immer mehr geriert als Sonnenkönig, als menschliche Inkarnation Apolls. Eine Zeit, in der er beginnt, Versailles ausbauen zu lassen. Das beginnt 1661 und bekommt gerade in dem Jahr, in dem Molière das Stück herausbringt, einen gewaltigen Schub. Und dieses Versailler Schloss wird nun Ludwig den 14. tatsächlich als Gottkönig präsentieren, als einen absolutistisch herrschenden König, der über allen Gesetzen steht. Und schon die Architektur Versailles macht das deutlich. Die Rückseite Versailles ist konzipiert nach dem Vorbild antiker Tempel. Eine antike Tempelfassade wird da sozusagen, das ist die ganze Seite mit dem Spiegelsaal, nachempfunden. Anschließend an diese Rückseite gibt es ja die großen Gärten von Versailles, und da wird es dann ein großes Wasserbecken geben, in dem Apoll auf dem Sonnenwagen gezogen von Pferden raufsteigen wird aus dem Wasser. Und das zeigt schon auf der Rückseite diese Gleichsetzung von dem französischen König und diesem Sonnengott. Auf der vorderen Fassade, die eher an ein auch bürgerliches Publikum, an die Stadt gerichtet ist, denn von dieser Vorderseite wird man dann in das kleine Städtchen Versailles kommen. Dort befindet sich das Schlafgemach des Königs, und zwar zentral im Innenhof, in dem ersten Stock. Führt alles auf dieses Schlafgemach des Königs hin. Und auch das symbolisiert den König im Grunde genommen als die Sonne des Reiches Frankreich. Denn wenn König schläft, dann schläft die Welt, dann schläft Frankreich. Und wenn er morgens erwacht, dann erwacht der Tag. Und da gibt es ja ein großes Zeremoniell,
Was lud ich den 14. jeden Morgen aus dem Schlaf in die Öffentlichkeit setzt. Der Schlafgemach Ludwigs des 14. hat er eigentlich nie geschlafen, denn er war ständig unterwegs, auch zu irgendwelchen Mätressen, die anderswo geschlafen haben. Und man sieht auch hier, wie ein wesentliches Merkmal dieser absolutistischen Herrschaft eben diese Mätressenwirtschaft ist. Die Günstlinge. Die Liebesgeschichten Ludwigs des 14. sind berühmt zu seiner Zeit. Etwas anderes kann man an diesem Schloss eben sehr schön erkennen, was ganz typisch ist für die Welt Molières, nämlich die Spiegelung. Ein zentrales Motiv des Barock ist der Spiegel, der Einsatz von Spiegeln. Denken Sie an den Spiegelsaal in Versailles. Und das deutet auf etwas hin, was wichtig ist, auch für Molière, das Ich verliert sich in seiner Spiegelung, in seiner Pose, in dem, was er nach außen spiegelt. Das Ich verbirgt sich hinter einer Maske, hinter einer Rolle. Ich spreche immer vom Zwiebel-Ich. Wenn man im barocken Ich alle äußeren Erscheinungen einer Person wegschält, dann bleibt zum Schluss nichts übrig. Es gibt sozusagen keine Privatheit, sondern alles ist Rolle, alles ist Maske. Man spielt in jeder Situation Theater. Und das ist nun eben genau die Zeit, in der Molière seine Stücke und seine Typen auf die Bühne bringt. Und eine Zeit eben, in der sich die Aristokratie alles herausnehmen kann. Sie kann tun, was sie will, sie steht über den Gesetzen, vor allem gerade auch der König. Der König kann sich Mätressen nehmen, wie er will. Er kann auch verheiratete Damen in seine Gunst heben. Und genau in dieser Zeit hat er drei Frauen. Da war zum einen die Madame de Montespan, die Gemahlin des Marquis de Montespan, mit der Ludwig XIV. 6 Kinder gehabt hat. Und die 1667 verdrängt wird von Lavalière. Und zum dritten hat er natürlich auch seine Gemahlin Maria Theresia, die Infantin des Spanischen Großreiches. Drei Geliebte, mit allen dreien fährt er zum Teil in der Kutsche durch Paris. Das ist bekannt. Er kann sich das herausnehmen, er kann eine verheiratete Frau zu seiner Geliebten machen. Abgesehen davon wollte das auch Madame de Montespan. Zum anderen gibt es dann das Bürgertum, ebenso jemanden wie Molière, der sich das alles nicht erlauben kann. Molière hat 1662 Armand Béjart geheiratet und 1666 hat er sich teilweise von ihr sogar trennen müssen. Diese Frau war ständig fremdgegangen. Sie war sehr, sehr viel jünger als Molière. Er hat unter großer Eifersucht ihr gegenüber gelitten. Und es ist sogar fraglich, ob sie nicht vielleicht seine Tochter gewesen ist. Also das spielt sehr, sehr viel mit hinein. Und Molière hat sehr gelitten auch unter Eifersuchtsattacken. Wir haben von Spiegelungen gesprochen. All das spiegelt sich nun eben in dieser Komödie Amphitryon. Und zwar auch in der Rollenvergabe. Molière fügt eine Person in diesem Stück hinzu. Wir haben zum einen das Herrscherpaar Amphitryon Alkmene bzw. Jupiter Alkmene und zum anderen ein Dienerpaar, Sosias und Kleantis. Kleantis, die Gemahlin von Sosias, das ist eine neue Figur, die Molière einführt. Und Sosias, der eben auch verdrängt wird von Merkur. Wir haben also als zentrales Thema nun eine Parallelisierung zwischen Herrschaft und Dienerschaft und damit zwischen einer Aristokratie und einer bürgerlichen Gesellschaft. Und genau das macht auch den Reiz des Stückes aus. Molière vergeht sich eigentlich gegen die Regeln des Barocks,
Nach den Regeln des Barocks gilt, dass aristokratische Personen, Götter, Göttinnen, Heroen der Tragödie vorbehalten sind. Und Molière holt nun die Götter in eine Komödie hinunter, also in eine Welt der Bürgerlichen, der unteren Chargen und verbürgerlicht sie sozusagen, vermenschlicht sie auch und macht sie dadurch zu einem, auch zu einer politischen Aussage in einem absolutistisch regierten Staat. Und so kann man sagen, dass das zentrale Thema des Molière'schen Stückes diese Herrschaft ist. Absolutistische Herrschaft und auch eine vorsichtige Kritik, komödiantisch verkleidet, an der Mätressenwirtschaft Ludwig des 14. An Herren, die sich alles herausnehmen können, die Bürgerliche unglücklich machen, indem sie sich Geliebte nehmen, die eigentlich für andere Männer bestimmt sind. Und das wird schon ganz deutlich am Prolog in dieser Komödie. Der Prolog beginnt mit einer Begegnung von der Nacht und Merkur. Merkur erscheint der Nacht und bittet die Nacht im Auftrag von Jupiter, sich lange auszudehnen, damit Jupiter, der nun in der Verkleidung Amphitryons Alkmene besuchen will, genug Zeit hat, seinen Vergnügungen mit ihr nachzugehen. Und da wird nun schon eben eine leise Kritik laut, indem die Nacht eben sagt, ja, il faut sans cesse garder le décorum de la divinité. Il est de certains mots dont le sage rabaisse cette sublime qualité. Also man muss um alles in der Welt, das Dekorum der Göttlichkeit wahren. Und es gibt gewisse Worte, die eben auch diese hohe Eigenschaft herabsetzen können. Und dann sagt sie weiter: Mais de voir Jupiter, Taureau, Serpent, Cygne ou quelque autre chose, je ne trouve point cela beau. Je ne m'étonne pas si parfois on en cause. Also, und jetzt sagt die Nacht: Jupiter ist ja oft auch als Stier, als Schlange, als Schwan und in anderen Formen seinen Geliebten erschienen. Und ich als Nacht finde das jetzt überhaupt nicht schön. Und ich wundere mich nicht darüber, dass die Leute darüber sich auslassen. Also hier wird schon sehr komödiantisch, sehr lustig über diese Liebesaffären Jupiters und damit eben auch Ludwig des 14. gelästert. Des Weiteren entpuppt sich dieses Stück als eine eigentlich schwere Betrugsgeschichte. Jupiter gefährdet die Beziehung der jungen Verliebten. Die sind gerade in den Flitterwochen. Und genau in dieser Zeit, als sie wie wild auf sich abfahren, frisch verliebt sind, verkleidet er sich als Gemahl, Ehemann. Und ja, und damit gefährdet er auch die Beziehung dieses Paares in Zukunft, denn das muss man ja dann auch verkraften können, was da an Betrugsgeschichte passiert ist. Alkmene spielt in dem Stück keine große Hauptrolle. Alkmene erfährt irgendwann, dass sie hintergangen und entehrt wurde durch Zeus. Und sie verzeiht sich diesen Fehler nicht. Sie ist schuldlos schuldig geworden. Aber was sie bedauert, ist ihr Ehrverlust. Sie erlebt keine innere Krise. Was sie erlebt, ist Scham. Das sicher und vor allem Ehrverlust. Aber eigentlich hat sie an sich selbst keine Zweifel, denn sie ist ja nun wirklich schuldlos schuldig geworden. Jupiter, der absolutistische Herrscher, der eben sagt, ja, ich musste mir so eine Liebesgeschichte zulegen, weil ich bin ja so allein als Herrscher. Niemand liebt mich, ich muss mich verkleiden, um die Liebe von Menschen zu bekommen, spricht eben, dass er hin und her gerissen sei zwischen Pflicht und Neigung, zwischen Vaterland, Heer und seinen Liebestrieben.
In diesem Stück plädiert er schon bei Alkmene dafür, dass sie unterscheiden soll zwischen der Gattenliebe und der Geliebtenliebe. Und das ist nun etwas ganz Typisches für die Mätressenwirtschaft am Hofe Ludwigs des 14. und auch Ludwigs des 15. Die Frauen und die Männer heiraten, um ihr Erbe in guten Händen zu wissen, an den richtigen Ehepartner diesbezüglich vergeben zu haben. Und auf der anderen Seite pflegt man seine Liebe in außerehelichen Liebschaften. Das zentrale Thema von Alkmene und Amphitryon, was sozusagen auch ein tragisches Moment in dieser Komödie ausmacht, ist der Eheverlust. Und schließlich merkt sogar Jupiter, dass er da zu weit gegangen ist, weil er auch merkt, wie Amphitryon unter diesem Betrug leidet. Je souffre pour ma flamme autant que pour mon honneur. Also ich leide wegen meiner Liebschaft, meiner Flamme, genauso wie wegen meiner Ehre. Und nun erscheint Jupiter und setzt seiner Meinung nach alles wieder in Ordnung. Er stellt die Ehre beider wieder her und unter anderem mit den Worten: Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. Also, wenn man mit Jupiter teilt, dann hat das nichts Entehrendes an sich. Es ist eine große Ehre, wenn der Gemahl seine Gemahlin an einen absolutistischen Gott abgeben kann. Und außerdem sagt Jupiter, dass Alkmene ganz sein gewesen sei, dass sie immer den Gemahl geliebt habe und dass er eben ihr nur als in der Rolle, in der Maske des Amphitryon habe erscheinen können. Also das jetzt zur Ehrenrettung von Amphitryon sagt, kommentiert der Diener Sosie: Le Seigneur Jupiter s'est doré la pilule. Der Herr Jupiter weiß, die bittere Pille auszuschmücken, zu versüßen. Und ganz großartig verkündet Jupiter zum Schluss noch die Geburt eines Sohnes, Herkules. Tu peux hardiment te flatter de ses espérances données. Genau, du kannst dich wirklich geschmeichelt fühlen angesichts dieser zu erwartenden Hoffnungen. Und daraufhin, il se perd dans les nuits, verschwindet er in den Wolken und lässt Amphitryon und die ganzen Bürgerlichen sozusagen sprachlos zurück. Was soll man sagen angesichts so einer Überheblichkeit? Sosias ist das Schlusswort vorbehalten. Sur telles affaires, toujours le meilleur est de ne rien dire. Am besten ist es, über solche Sachen eigentlich zu schweigen. Was soll man denn tun als Bürgerlicher, wenn Ludwig der 14. eben das will, oder Jupiter, kann man nichts machen. Man kann sich ja nur mit einer Kritik in Gefahr begeben. Und das ist eben nun sozusagen auch ein genialer Trick von Molière. Seine Kritik an dieser Haltung des aristokratischen Hofes zu verbergen. Wenn man etwas Fröhliches sagt, etwas, was die Leute zum Lachen bringt, dann vertragen sie die Kritik besser, als wenn man das nun eben wirklich tragisch auf die Bühne bringt und sogar entehrte und entehrende Lachen angesichts des Geschehens, was sich da auf der Bühne abgespielt hat. So ganz anders ist das nun eben bei Heinrich von Kleist. So, jetzt fehlt mir ein Blatt, aber ich kann das. Hier kommt's. Ja, ist es. Ganz anders 139 Jahre später bei Heinrich von Kleist. 1807 bringt er ein Stück heraus, Amphitryon, ein Lustspiel nach Molière.
Es sei eine Übersetzung des französischen Stückes und eben nach Molière auch eine Bearbeitung. Das heißt, Kleist ist sich sehr wohl wieder bewusst, dass man thematisch, inhaltlich, sprachlich nicht so schreiben kann wie im Hochbarock. Es ist eine andere Zeit, ein anderer Geist herrscht, eine andere Thematik muss er in den Mittelpunkt stellen. Und aus der Herrschaftskritik bei Molière ist bei Kleist ein allgemein menschlich-philosophisches Problem geworden. Die Frage, wer bin ich? Eine Frage nach der Identität der Person. Der Mensch als Doppelwesen, das ist das Thema der frühen Romantik um 1800 und das ist das Thema vor allem auch Kleists gewesen. Der Mensch als ein Doppelwesen, hin und her gerissen zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, zwischen dem Ahnen, Fühlen, Gefühl und einem Wissen, einer ja, gewussten Realität. Amphitryon, Amphi, der Doppelte. Und das Motiv des Doppelgängers ist eben ein sehr beliebtes Motiv genau um diese Zeit gewesen. Denken Sie nur an die Doppelgänger bei E.T.A. Hoffmann. Und das Faszinierende an Kleist, was ich nach wie vor eben immer faszinierend finde, ist, dass Kleist nun Menschen beschreibt, die an einem Punkt ihres Lebens angekommen sind, wo sie aus dem Zustand der reinen Unschuld, des Nichtwissens, des reinen Gefühls nur fühlen, ahnen, glauben, an die Schwelle des Bewusstseins geraten, an die Schwelle des Schuldigwerdens, an den Verlust der Reinheit und der Unschuld, an das Moment, wo sie vom Baum der Erkenntnis essen, wo der Sündenfall ansteht und auch eben die Erkenntnis, dass Wissen und Gefühl sich widersprechen können. Bei Kleist ist es eben nun in einer säkularisierten Gesellschaft nicht mehr die Sexualität wie in einer christlichen Gesellschaft, die mit der Erkenntnisproblematik verbunden wird, sondern es ist die Frage vom Wissen erkennen, von Logik versus Gefühl. Und diese Menschen von Kleist stehen alle genau an dieser Schwelle. Sie werden nicht weitergeführt, wie zum Beispiel Iphigenie nun in einen Zustand, Erwachsenenzustand, in dem sie wirklich wissende, bewusste Erwachsene werden, sondern sie stehen an dieser Schwelle und dadurch werden sie so, ja, so ambivalent, sie bleiben so nebulös, sie bleiben so zart, sie bleiben so ungreifbar, so beides. Und Alkmene ist dafür ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die Marquise von O ist ein anderes Beispiel, der das auch genau erfährt, nämlich unschuldig, schuldig werden. Und letztlich ist es auch das Faszinierende an dieser Gestalt Penthesilea, die unschuldig ist, die einem Missverstehen in ganz ihrer ganzen barbarischen Naivität auf den Leim geht. Und das macht diese Personen einfach so faszinierend in ihrer Vielschichtigkeit. So eine Person ist auch der Prinz von Homburg. Und auch das Evchen aus dem zerbrochenen Krug steht an der Schwelle, schuldig zu werden. Sie trifft sich ja heimlich mit dem Richter. Das ist nicht ganz in Ordnung. Also, es ist eine. Was Kleist auf die Bühne bringt, sind anhebende Krisen. Es ist diese Schwelle, die das Paradies von dem Erdenleben trennt, das unbewusste Gefühle mit sich im Reinen sein, von dem Schuldigwerden. Und es ist diese Selbstzweifel, die auf dieser Schwelle erkennbar werden für den Einzelnen. Das Paradies ist in Gefahr. Das reine Gefühl
ist in Gefahr, die Menschen sind im Begriff, vertrieben zu werden aus dem Paradies und sie stehen auf der Schwelle zwischen Gefühl und Wissen. Also auch entsprechend der Zeit ein Entwicklungs-Ich, was hier auf die Bühne gebracht wird, aber während Goethe erwachsene Menschen schildert, die in eine Krise zu Bewusstsein kommen, wie Iphigenie, und sich für ein humanes Erwachsensein entscheiden, ist bei Kleist eben diese Schwelle, steht im Mittelpunkt seiner Gestalt, seiner Geschichten und im Zentrum eigentlich immer Frauengestalten. Es gibt eine Frauengestalt, die nie auf der Schwelle zum Schuldigwerden sich bewegt, das ist das Käthchen von Heilbronn. Aber ansonsten ist es immer dieser Gegensatz von Gefühl und Realität, Gefühl und Wissen, was diese Menschen dann auch in Krisen bringt. Und diese Menschen, die auf dieser Schwelle stehen, verdrängen die Realität. Sie wollen es oft nicht wissen. Sie wollen diesen Schritt in das Wissen nicht machen. Und das sieht man eben sehr schön bei Penthesilea, die das nicht wahrhaben will, was da geschehen ist und die Schuld auch verdrängt. Und genau das ist auch bei Alkmine zu spüren. Sie verweigert sich, das für sie Unmögliche zu denken. Und steht aber auf einer Schwelle, wo sie das eigentlich schon merken muss, dass da eine Grenze überschritten ist. Und das ist das berühmte Ach am Schluss des Stückes. Die Frauengestalten bei Kleist befinden sich also in einem Zustand, in dem sie fühlen und ahnen, dass da etwas nicht mehr stimmt, dass sie Gefahr laufen, ihre Reinheit zu verlieren, und sie stehen an der Schwelle zum Bewusstsein. Ich lese Ihnen jetzt ein paar Stellen aus diesem Amphitryon vor, wo ganz deutlich wird, dass es eben eine Identitätsproblematik ist, die hier angesprochen wird und eben etwas vollkommen anders als bei Molière. Das beginnt schon in dem ersten Aufzug, im zweiten Auftritt, da spricht Sosias mit Merkur. Die beiden begegnen sich und jetzt kommt es zu einem Zwiegespräch. Merkur-Sosias. Merkur vertritt Sosias den Weg. Halt dort, wer geht dort? Sosias, ich, Merkur. Was für ein Ich, Sosias, meins, mit Verlaub, und meines, denke ich, geht hier unverzollt gleich andern. Mut, Sosias. Merkur, halt, mit so leichter Zech entkommst du nicht. Von welchem Stand bist du? Sosias, von welchem Stande? Von einem auf zwei Füßen, wie ihr seht. Merkur, ob Herr du bist, ob Diener, will ich wissen. Sosias, nachdem ihr so mich oder so betrachtet, bin ich ein Herr, bin ich ein Dienersmann. Merkur, gut, du missfällst mir. Sosias, ei, das tut mir leid. Merkur, mit einem Wort, Verräter, will ich wissen, nichtswürdiger Gassentreter, Eckenwächter, wer du magst sein, woher du gehst, wohin und was du hier herum zu zaudern hast. Sosias, darauf kann ich euch nichts zur Antwort geben als dies. Ich bin ein Mensch, dort komme ich her, da gehe ich hin und habe jetzt was vor, das anfängt, Langeweile mir zu machen. Da wird in einem sehr amüsanten Gespräch zweier Menschen, die sich wie ein Ei dem anderen ähneln, deutlich gemacht, dass es um die drei großen Fragen der Philosophie geht, der abendländischen Philosophie. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Es geht also in sehr komödiantisch, sehr amüsant um ein ganz wichtiges, ernstzunehmendes Thema. Und wer bin ich?
bedeutet auch, wie unterscheide ich mich von anderen? Und ja, wie definiere ich mich nämlich durch bewusste Eingrenzung, bewusste Definitionen meines Selbst? Und genau das ist nun das, was Jupiter gegenüber Alkmene immer herausfordert. Er fordert sie immer auf, wie bei Molière übrigens, aber nun im Sinne einer philosophischen Frage, wer bist du, wer bin ich für dich, zu unterscheiden zwischen dem Gemahl und dem Geliebten. Die erste Unterscheidung, die er von ihr fordert, ist, Alkmene, unterscheide bitte mich in meinem Auftreten als Geliebter von deiner Eheliebe, die halt sehr viel langweiliger und wenig göttlicher ist als meine göttliche, ja, auch Sexualität. Jupiter, Geliebte, wie du mich entzückst, doch eine Besorgnis auch erregst du mir, die ich, so scherzhaft sie auch klingt, dir nennen muss. Du weißt, dass ein Gesetz der Ehe ist und eine Pflicht, und dass wer Liebe nicht erwirbt, noch Liebe vor dem Richter fordern kann. Sieh, dies Gesetz, es stört mein schönstes Glück. Dir möcht ich, deinem Herzen, Teuerste, jedwede Gunst verdanken, möchte gern nicht, dass du einer Förmlichkeit dich fügtest, zu der du dich vielleicht verbunden wähnst. Wie leicht verscheuchst du diese kleinen Zweifel? So öffne mir dein Inneres denn und sprich, ob den Gemahl du heut, dem du verlobt bist, ob den Geliebten du empfangen hast. Alkmene, Geliebter und Gemahl, was sprichst du da? Jupiter, entwöhne, Geliebte, von dem Gatten dich und unterscheide zwischen mir und ihm. Alkmene, doch da die Götter eines und das andere in dir mir einigten, ja? Jupiter verlangt ganz klar eine Unterscheidung zwischen dem Geliebten und dem Gatten, und Alkmene ist dazu nicht fähig. Alkmene befindet sich noch im Zustand der reinen Unschuld und kann ein definierendes, unterscheidendes, auch analytisches Unterscheiden zwischen Liebe und Gattenliebe nicht machen. Sie ist eins, für sie ist der Gatte der Geliebte. Sie kann gar nicht logisch definierend denken. Und so wird Jupiter letztendlich auch in der Auseinandersetzung mit ihr das erfahren müssen. Sie ist ein Wesen, das dieses analytisch-logisch unterscheidende Denken nicht gelernt hat. Für sie ist alles Gefühl, alles eins, und sie wird nur verbal nachgeben, aber ihr Gefühl, in ihrem Gefühl kann sie keine Unterscheidung treffen. Ist sie ganz bei sich, ist sie ganz ohne Bewusstsein, ohne vom Bewusstsein angekränkelt zu sein, mit sich im Reinen. Jupiter sagt zu ihr, er versucht herauszuarbeiten, doch dass der Beischlaf mit einem Gott eben schöner ist als der Beischlaf mit einem Mann. Schien diese Nacht dir kürzer als die anderen? Und was antwortet Alkmene? Ach. Und in diesem Ach, was da hier in der vierten Szene des ersten Aktes zum ersten Mal von ihr geäußert wird, das ist ein Seufzer. Das ist etwas, was nicht Sprache wird und damit nicht ins Bewusstsein dringt, sondern das ist ein Ahnen, schon, dass etwas vielleicht in dieser Nacht anders war, aber ein Ahnen, das eben die Schwelle des Bewusstseins nicht erreicht. Dieses männliche Spalten, Definieren, Analysieren, das zeigt sich nun sehr schön auch in einer Szene zwischen Susias
und Merkur, dieses Doppelgängermotiv, was auch den Mann eben spaltet in zwei Teile, wenn man so will, in einen Gott und in einen Menschen. Und das wird sehr komödiantisch zur Sprache gebracht. In einer Szene im zweiten Akt, erste Szene, am Gespräch zwischen Sosias und Merkur. Sosias, dies Ich war früher angelangt als ich und ich war hier in diesem Fall mein Seelen noch ehe ich angekommen war. Weiter. Es ist ein Gespräch zwischen Sosias und Amphitryon, Entschuldigung. Sosias, wenn ihr so gut sein wollt, ich schwör's euch zu, dass ich, der einfach aus dem Lager ging, ein doppelter in Theben eingetroffen, dass ich mir glotzend hier begegnet bin. Ja? Was Sosias erlebt, ist eine Spaltung seines Ichs in einen Doppelgänger. Das ist das zentrale Motiv in dieser Zeit, was gerade auch den Mann zu einem zerrissenen Wesen macht, während die Frauengestalten bei Kleist diese Reinheit, diese Unschuld, diese Einheit, diese Nichtzerrissenheit verkörpern. Aber eben so Schwellen werde ich auch schon erkennen, da stimmt etwas nicht. Und nun hat Alkmene von Jupiter als Geschenk für die Hochzeitsnacht ein Diadem geschenkt bekommen. Und auf dem Diadem, das hat Amphitryon in der Feldschlacht als Beute sich angeeignet, hat er eingravieren lassen den Buchstaben A, Amphitryon. Und Jupiter hat dieses Diadem entwendet und hat das A in ein J verwandelt, also in Jupiter, in seinen Namen. Und nun passiert etwas für Alkmene, was sie durcheinander bringt, in eine Krise bringt, nämlich als sie erkennt, dass dieses Diadem nicht den Buchstaben A, sondern den Buchstaben J zeigt. Und da auf einmal erkennt sie, dass ihrem Gefühl eine Realität, ein Indiz entgegengestellt wird, das nicht mit ihrer Welt übereinstimmt. Sie ist sich ihres Gefühls ganz sicher, aber sie muss doch angesichts dieses dinglichen Indizes sich verwundern, in Zweifel geraten und ein gewisses Misstrauen auch sich selber gegenüber bekommen. Alkmene. Hier stünde nicht, dass man's mit Fingern lese, mit großem goldgegrabenen Zug ein A, ihre Dienerin, gewiss nicht, beste Fürstin, welch ein Wahn. Hier steht ein anderes, fremdes Anfangszeichen. Hier steht ein J. Alkmene, ein J? Ihre Dienerin, ein J, man irrt nicht. Alkmene, weh mir sodann, weh mir, ich bin verloren. Dienerin, was ist's? Erklärt mir, dass euch so bewegt. Alkmene, wie soll ich Worte finden, mein Icharis, das Unerklärliche dir zu erklären, da ich bestürzt mein Zimmer wiederfinde, nicht wissend, ob ich wache, ob ich träume, wenn sich die rasende Behauptung wagt, dass mir ein anderer erschienen ist. Das ist also der Zustand, wenn man aus dem Unbewussten ins Bewusste gerät, wenn man kurz nach dem Erwachen noch nicht weiß, ist das jetzt ein Traum oder ist das Realität? Und genau da befindet sich. Wie schaudern jetzt Entsetzen mich ergreift und alle Sinne treulos von mir weichen, fass ich, o du Geliebte, diesen Stein, das einzig unschätzbare, teure Pfand, das jetzt untrüglich mir zum Zeugnis dient. Jetzt fass ich's. Will den werten Namenszug des lieben Lügners eigenen Widersacher bewegt an die entzückten Lippen drücken und einen andern, fremden Zug erblick ich und wie vom Blitz steh ich gerührt, ein J. Wie vom Blitz gerührt, Jupiter, der Donnergott, der die
über die Blitze verfügt. Und jetzt eben diese ansetzende Krise, diese ansetzende Zweifel auf der Schwelle zum Bewusstsein, aber doch immer um ihr Gefühl wissen und trotzdem ein gewisses Misstrauen gegen sich selbst zu bekommen. O Charis, eh will ich irren in mir selbst, eh will ich dieses innerste Gefühl, das ich am Mutterbusen eingesogen und das mir sagt, dass ich Alkmene bin, für einen Parther oder Perser halten, ist diese Hand mein? Ist diese Brust hier mein? Gehört das Bild mir, das der Spiegel strahlt? Er wäre fremder mir als ich. Nimm mir das Aug, so höre ich ihn. Das Ohr, ich fühle ihn. Mir das Gefühl hinweg, ich atme ihn noch. Nimm Aug und Ohr, Gefühl mir und Geruch. Mir alle Sinn und gönne mir das Herz. So lässt du mir die Glocke, die ich brauche aus einer Welt, noch finde ich ihn heraus. Hier eben eine Ich-Krise. Ich zweifle lieber an mir selbst. Ich zweifle lieber an mir als an meinem Gefühl für Amphitryon. Das kann mir keiner rauben. Und das ist nun eben auch tatsächlich der Fall. Dieses innere Gefühl, diese innere Unschuld, was ihre Liebe zu ihrem Gemahl betrifft, die kann ihr keiner rauben. Die Dienerin. Ihr seid doch sicher, hoffe ich, beste Fürstin. Alkmene. Wie meiner reinen Seele, meiner Unschuld. Du müsstest denn die Regung mir missdeuten, dass ich ihn schöner niemals fand als heut. Ich hätte für sein Bild ihn halten können, für sein Gemälde sie von Künstlers Hand dem Leben treu ins Göttliche verzeichnet. Er stand, ich weiß nicht, vor mir wie im Traum. Und ein unsägliches Gefühl ergriff mich meines Glücks, wie ich es nie empfunden, als er mich strahlend wie in Glorie gestern der hohe Sieger von Pharissan nahte. Er war's, Amphitryon, der Göttersohn. Nur schien er selber einer schon mir der Verherrlichten. Ich hätte ihn fragen mögen, ob er mir aus den Sternen niederstiege. Hier also erzählt sie, wie sie diesen Amphitryon empfing, und sie schildert, wie sie ihn schon als Gott empfangen hat, was eben nicht mehr auch ein neues Gefühl war. Ein Glück, wie ich es nie empfunden. Also eigentlich ist etwas passiert, was vorher so nie passiert war. Alkmene mit im Gespräch mit Jupiter. Ich fühlte damals schuldlos mich und stark, doch seit ich diesen fremden Zug erblickt, will ich dem innersten Gefühl misstrauen. Jupiter, wie könnte dir ein anderer scheinen? Wer nahte dir, o du, vor deren Seele nur stets des ein und eigen Züge stehen? Du bist, du Heilige, vor jedem Zutritt mit diamantnem Gürtel angetan. Auch selbst der Glückliche, den du empfängst, entlässt dich schuldlos noch und rein. Und alles, was sich dir nahet, ist Amphitryon. O mein Gemahl, kannst du mir gütig sagen, warst du's, warst du es nicht? O sprich, du warst's. Jupiter, ich war's. Sei's, wär's, wolle, sei ruhig, was du gesehen, gefühlt, gedacht, empfunden, war ich. Jupiter erkennt auch, in was für eine Zweifel er sie gebracht hat, und er erkennt, dass sie nie gefühlsmäßig sich von ihrem Gatten entfernt hat, dass sie in ihrem unfehlbaren Gefühl ihn nicht betrogen hat, und er versucht sie nun, dieses unfehlbare Gefühl in ihr wieder anzusprechen und sie sozusagen wieder ruhig in Ruhe zu bringen. Jupiter. Mein angebetet Weib, was sprichst du da? Was könntest du, du Heilige, verbrechen? Und wäre ein Teufel gestern dir erschienen und hätte Schlamm der Sünd
durchgeeiferten, aus Höllentiefen über dich geworfen, den Glanz von meines Weibes Busen nicht mit einem Makel fleckt er. Welch ein Wahn! Alkmene, ich schändlich Hintergangene, Jupiter. Er war der Hintergangene, mein Abgott. Ihn hat seine böse Kunst nicht dich getäuscht, nicht dein unfehlbares Gefühl. Ja, aus den Worten von Jupiter merkt sie, dass da etwas nicht stimmt. Und statt sie nun in Sicherheit wiegen zu können, gerät sie in Zweifel. Ich schändlich Hintergangene. Er spricht von ihrer Heiligkeit, ihrer Unschuld, dass sie eben nie von des Gedankens Blässe angezweifelt gewusst hat, dass sie ihren Gatten betrügt, sondern dass er, Jupiter, eigentlich der Betrogene ist. Aber er kann sie nicht mehr beruhigen. Sie ist auf der Schwelle zum Bewusstsein geraten. Genau. Jupiter. Und müssen nicht sie selber noch geliebte Amphitryon sein und seine Züge stehlen, wenn deine Liebe sie empfangen soll? Alkmene. Nun ja, sie küsst ihn. Jupiter. Du himmlische. Alkmene. Wie glücklich bin ich und, oh, wie gern noch bin ich glücklich. Wie gern will ich den Schmerz empfunden haben, den Jupiter mir zugefügt. Bleibt mir nur alles freundlich, wie es war. Jetzt beginnt sie auch das, was sie jetzt erahnt, ein wenig zu verdrängen. Und soll alles so bleiben, wie es war. Sie will diese Schwelle zum Bewusstsein nicht übertreten. Jupiter hat sich ihr offenbart als Gott und eben gesagt, dass die Götter Menschengestalt annehmen müssen, um von ihr empfangen zu werden. Und da eben dieses nun ja, wie soll sie es auch anders denken? Denn für sie ist der Mensch Amphitryon ein Gott, sie kann nicht unterscheiden. Und nun ist Jupiter damit nicht zufrieden. Jetzt verlangt er eine weitere Unterscheidung, nicht nur die zwischen Geliebtem und Gemahl, Gattenliebe und außerehelicher Liebe, sondern die zwischen einem Menschen und einem Gott. Also nach dem Motto, ich bin sauer, dass du mich als Gott nicht richtig verehrst. Indem du deinen Mann vergöttlichst, vergisst du, was du einem Gott schuldig bist. Und im folgenden Dialog schwört nun Alkmene, dass sie das nie verwechseln wird. Sie wird dem Gott geben, was der Gott verlangt, und zwar Ehrfurcht. Aber ihre Liebe gehört einzig Amphitryon, und in ihrer Liebe ist Amphitryon gleich Gott. Jupiter, wer ist, dem du an seinem Altar betest? Ist er's dir wohl, der über Wolken ist? Kann dein befangener Sinn ihn wohl erfassen? Kann dein Gefühl an seinem Nest gewöhnt zu solchem Fluge wohl die Schwingen wagen? Ist's nicht Amphitryon, der Geliebte stets, vor welchem du im Staube liegst? Alkmene, ach, ich Unselge, wie verwirrst du mich? Kann man auch Unwillkürliches verschulden? Soll ich zur weißen Wand des Marmors beten? Ich brauche Züge nun, um ihn zu denken. Siehst du, sag dich es nicht, Jupiter. Und meinst du nicht, dass solche Abgötterei ihn kränkt? Wird er wohl gern dein schönes Herz entbehren, nicht auch gern von dir sich innig angebetet fühlen? Alkmene. Ach, freilich wird er das. Wo ist der Sünder des Huldigung nicht den Göttern angenehm? Jupiter. Gewiss, er kam, wenn er dir niederstieg, dir nur, um dich zu zwingen, ihn zu denken und sich an dir Vergessenen zu rächen. Alkmene. Entsetzlich. Jupiter. Fürchte nichts, er straft nicht mehr dich, als du verdienst. Doch künftig wirst du immer nur ihn, versteh, der dir zur Nacht erschien, an seinem Altar denken und nicht mich. Wohlan, Alkmene, ich schwör's dir heilig zu, ich weiß auf jede Mähne, wie er ausgesehen, und werd ihn nicht mit dir verwechseln.
Bisschen später. Gut, gut, du sollst mit mir zufrieden sein. Es soll in jeder ersten Morgenstund auch kein Gedanke fürder an dich denken. Jedoch nachher vergess ich Jupiter. Ja? Jupiter drängt auf eine Unterscheidung zwischen Liebe zum Gott und Liebe zum Menschen. Sie habe das in ihrem auch pantheistischen Glauben an die Göttlichkeit ihres Gatten übersehen. Und Alkmene gesteht ihm das zu. Ehrfurcht muss man den Göttern geben. Aber wenn sie dann den Göttern Ehrfurcht geleistet hat, dann darf sie die Götter vergessen und nach wie vor in ihrem Gemahl den Gott lieben. Jupiter. Ja, wenn er deine Seele jetzt berührte und zu Olymp nun scheidend wiederkehrt, so wirst du das Unglaubliche erfahren und weinen, dass du ihm nicht folgen darfst. Also er sagt, du wirst, wenn du erkennst, dass das ein Gott war, der dir beigewohnt ist, weinen, dass dieser Gott dich verlässt. Und die Antwort Alkmenes? Nein, nein, das glaube nicht, Amphitryon. Und könnte ich einen Tag zurückleben und mich vor allen Göttern und Heroen in meine Klause riegelfest verschließen, so willigt ich. Jupiter, wahrhaftig, tätst du das? Alkmene, so willigt ich von ganzem Herzen ein. Alkmene, fern sei von mir der Götter großem Ratschluss, mich zu sträuben. Ward ich so heilgem Amte auserkoren, er, der mich schuf, er walte über mich. Doch, Jupiter, nun? Alkmene, lässt man die Wahl mir? Jupiter, lässt man dir? Alkmene, die Wahl? So bliebe meine Ehrfurcht ihm und meine Liebe dir, Amphitryon. Amphitryon sträubt sich in ihrem geliebten Gatten, in ihrem Göttergatten, eine Unterscheidung zwischen Mensch und Gott zu treffen. Den Göttern die Ehrfurcht, aber in ihrem Gatten will sie den Gott verehren. Wenn du, sagt Alkmene, wenn du, der Gott, mich hier umschlungen hieltest und jetzt so sich Amphitryon mir zeigte, ja, dann so traurig würde ich sein und wünschen, dass er der Gott mir wäre und dass du, Amphitryon, mir bliebst, wie du es bist. Ja? Also, lieber will sie, wenn sich dann eine Doppelwesen, eine doppelte Gestalt zeigen würde, dass der, der bei ihr ist, der ist, den sie liebt, den sie als Gatten und Gott liebt, und der andere soll ein Gott sein, das ist ihr egal, der kann entschweben, wer will. Sie will mit sich und ihrer Liebe im Reinen sein und eben keine Unterscheidung treffen. Jupiter missversteht sie auch und glaubt auch, dass sie eine Unterscheidung zwischen Gott und Mensch richtig in seinem Sinne getroffen hat. Aber er missversteht Wesen, die ganz anders denken, die von der Zerrissenheit zwischen Gefühl und Bewusstsein noch nicht erfahren haben, nicht angekränkelt sind, die diese Schwelle nicht übertreten haben. Und wieder ist es ein Missverständnis, was hier Kleist auch auf die Bühne bringt zwischen einem Mann und einer Frau, wie wir es auch schon bei Penthesilea erlebt haben, zwischen auch zwei Sichten auf die Welt, die sich diametral unterscheiden. Und an dieser Stelle wird mir auch immer klar, warum Kafka Kleist so geliebt hat. Ich habe als Studentin ein Seminar mal mitgemacht, einen Montagmorgen um 8 Uhr in der Früh, wo man eigentlich keine Seminare für junge Studenten machen sollte, wo genau dieses Kafka-Kleist Bezug hergestellt wurde. Und das macht mir deutlich, wenn Menschen sozusagen unterschiedliche Sichten auf die Welt haben, was es dann für Probleme sich ergeben können aus diesem Missverhältnis. Ja. Schließlich kommt es zur Gegenüberstellung. Der Mensch Amphitryon tritt Alkmene und am
Jupiter entgegen, Jupiter wieder in der Gestalt Amphitryons. Und nun ist Alkmene so von der Überzeugung beseelt, dass ihr Gatte ein Gott ist, sie keine Trennung macht, dass als sie jetzt den Menschen Amphitryon sieht, ihn nicht erkennt. Jupiter fordert von ihr, dass sie entscheiden soll, wer der wahre Amphitryon ist. Das ist auch neu bei Kleist. Und Alkmene entscheidet sich ganz eindeutig dafür, dass der Amphitryon ist, der ein Gott ist. Alkmene gegenüber Amphitryon. Du Ungeheuer, mir scheußlicher, als es geschwollen in Moräste nistet. Jetzt erst, was für ein Wahn mich täuscht, erblick ich. Der Sonne heller Lichtglanz war mir nötig, solch einen feilen Bau gemeiner Knechte, vom Prachtwuchs dieser königlichen Glieder den Farn von dem Hirsch zu unterscheiden. Verflucht die Sinne, die so gröblichem Betrug erliegen. O verflucht der Busen, der solche falschen Töne gibt. Verflucht die Seele, die nicht so viel taugt, um ihren eigenen Geliebten sich zu merken. Ja? Sie bleibt dabei. Der wahre Amphitryon ist der in der Gestalt des Menschen, der ein Gott ist. Und jetzt muss der Mensch Amphitryon erkennen, dass sie wirklich unschuldig ist und dass jedes ihrer Worte wahrhaftig ist, dass sie keine Betrügerin und Lügnerin ist, Amphitryon. O, ihre Worte, jedes ist wahrhaftig. Zehnfach geläutert Gold ist nicht so wahr, läs ich mit Blitzen in die Nacht geschriebenes, doch riefe Stimmen mir des Donners zu, nicht dem Orakel würde ich so vertrauen, als was ihr unverfälschter Mund gesagt, jetzt einen Eid, selbst auf den Altar schwör ich, und sterbe siebenfaches Todes gleich des unerschütterlich erfassten Glaubens, dass er Amphitryon ihr ist. Er erkennt ihre Unschuld und nun Alkmene, die jetzt sind wir am Ende des Stücks angelangt, die sich eindeutig für die Einheit von Gott-Mensch in ihrem Gatten entschieden hat, aber in ihrem Unbewussten ahnt, dass da etwas nicht ganz stimmt, dass es vielleicht ein Irrtum ist. Jupiter zu Alkmenen. Meinst du, dir sei Amphitryon erschienen? Alkmene. Lass ewig in dem Irrtum mich, soll mir dein Licht die Seele ewig nicht umnachten. Sie bittet also Jupiter, sie eventuell lieber in einem Irrtum zu überlassen. Sie ahnt, dass da etwas nicht stimmt, als sie aus ihrer Sicherheit herauszuholen, was ihr Tod wäre, was ihr wirklich eben die Vertreibung aus dem Paradies und damit auch der Tod ist, was ja mit dem Sündenfall einhergeht. Und nun sprechen die beiden Männer miteinander, Amphitryon der Gott und Amphitryon der Mensch. Und Jupiter gestattet Amphitryon einen Wunsch. Amphitryon ist nämlich auf einmal profitlich. Er sagt, okay, wenn das schon so ist, dann will ich wenigstens etwas davon haben. Du sollst mir einen Sohn schenken, der meinen Ruhm in die Welt tragen wird. Also, ja. Das ist nun etwas doch profitlich gedacht. O Jupiter gesteht es ihm und entschwebt in die Wolken. Jupiter, er verliert sich in den Wolken, welche sich mittlerweile in der Höhe geöffnet haben und den Gipfel des Olymps zeigen, auf welchem die olympischen Götter gelagert sind. Alkmene ruft: Amphitryon! Ja? Und dann bleibt ihr nur der Schlussseufzer, Amphitryon und Alkmene, der Mensch Amphitryon und Alkmene als Menschen sind allein gelassen. Amphitryon ruft Alkmene und Alkmene antwortet, ach. Und wieder ist es ein Seufzer, ein sprachloses, nicht wortbegreifliches
werdendes Ahnen fühlen, dass in diesem Seufzer ein ahnt, dass ein Verrat geschehen ist, ahnt ein Verwundern auch, was ist da geschehen, auch eine Hilflosigkeit und auch verbunden damit, dass ein Leid, diese reine Unschuld verloren zu haben, all das ist in diesem berühmten alkmenischen Ach von Kleist begriffen und eben auch vielleicht ein Bedauern. Denn dieser Gott, mit dem sie so eine herrliche Nacht verbracht hat, ist in den Olymp entschwunden. Sie ruft ihm Amphitryon nach. Von nun an wird sie mit einem Menschen zusammenleben und es wird ihr nie wieder auch im Beischlaf ein Gott erscheinen. Damit ist es auch ein, wenn man so will, ein komödiantisches ein komödiantischer Schluss, der diese Stücke charakterisiert. Also, dieses Stück zeigt eine Frau auf der Schwelle zum Bewusstsein, aber sie überschreitet diese Schwelle nicht. Es bleibt immer noch im Unbewussten, im Ahnenfühlen, das nicht Wort werden kann. Und sie beharrt auf ihre Unschuld, nicht unterscheiden zu wollen, nicht diese analytisch-logische Denken einnehmen zu wollen, wie es die Männer tun, auch angesichts von Indizien nicht, denn immer wieder für sie ist es keine Unterscheidung in ihrem Gefühl dem Gatten gegenüber, ein berühmter Ausruf im zweiten Aufzug, in der zweiten Szene, erscheint ihr Gatte, O Gott, Amphitryon. Und sie beharrt auf ihrer Schuld, Unschuld, den inneren Frieden kannst du mir nicht stören. Wie Penthesilea sagt, ich will es nicht wissen, ich will die Realität, was passiert, ich will es nicht wissen, sagt mir nicht, wer ihn getötet hat. Und Alkmene bleibt nichts als ein sprachloses Seufzen, als ein Ach, das ihre Unschuld bezeugt. Die Männer in diesen Stücken von Kleist sind hin und her gerissen, sind gespaltene Persönlichkeiten, Doppelgängerwesen. Wer bin ich für dich? Wer bin ich? Alkmene, die Frauen, sind reine im Zustand ihrer Gefühligkeit rein gebliebene Menschen, die aber auf der Schwelle zum Bewusstsein stehen und auf der Schwelle sozusagen schuldig zu werden. Und das macht sie auch so bezaubernd in ihrer Ambivalenz. Es ist einfach Charaktere, die nicht so eindeutig zu erfassen sind, sind einfach auch zauberhafte Geschöpfe, die Kleist auf die Bühne bringen kann. Ich lasse das Schlusswort zwei großen Dichtern, einmal Goethe und einmal Tieck. Und weder Goethe noch Ludwig Tieck haben begriffen, was Kleist auf die Bühne bringt. Sie haben es nicht verstanden. Goethe schreibt in sein Tagebuch im Juli und August 1807, nachdem er das Stück Amphitryon gesehen hat, gelesen hat. Amphitryon von Kleist erschien als ein bedeutendes, aber unerfreuliches Meteor eines neuen Literaturhimmels. Nach meiner Einsicht scheiden sich Antikes und Modernes auf diesem Wege mehr, als sie sich vereinigen. Womit er recht hat. Ludwig Tieck äußert sich abfällig in seinen hinterlassenen Schriften, kann man das nachlesen? Kleists Bearbeitung stehe unendlich hinter dem Franzosen Molière zurück. Das zeigt immer wieder, wie auch große Geister sich irren können. Und es zeigt auch immer wieder, dass das, was Kleist auf die Bühne gebracht hat, das Sprechen, Sprache, dichterische Sprechen, Poesie, Dichtung, auch missverstehen. Missverständnisse hervorrufen kann und nicht verstehen.